Auch wenn natürlich in der letzten Zeit vermehrt diese ganzen Verfahren eingeleitet werden, es zu vielen Festnahmen kommt, ist dennoch zu beachten, dass da das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen ist. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute quasi mit dem zweiten Teil bzw. die Fortsetzung zu dem Video über die Auswertung, den Hackerangriff der Encrophones. Ich hatte dazu ja schon mal was gemacht. Wir packen das Video hier auch nochmal in die Infobox, wer das erste Video noch nicht geschaut hat. Das erklärt so ein bisschen, so sag ich mal, das Fundamentale bezüglich dieses Polizeizugriffs oder des Zugriffs der Ermittlungsbehörden. Das war ja größtenteils oder war ja die Polizei aus Frankreich, die das gemacht hat. Und anknüpfen daran, weil sich die Ereignisse derzeit überschlagen. Jetzt nochmal ein Video, um euch abzudaten und um vielleicht nochmal ein, zwei andere Hintergrundinformationen euch mitzugeben. Zuallererst einmal, das sieht man ja eigentlich fast täglich mittlerweile in den Medien, werden Encrophone-Nutzer oder ehemalige Encrophone-Nutzer hochgenommen. Es passieren Verhaftungen, Hausdurchsuchungen. Erst kürzlich diese Woche, da gab es nochmal eine Festnahmewelle in Hamburg. Auch da ging es um weit über eine Tonne von verschiedenen Betäubungsmitteln. Das ist aber, wie gesagt, derzeit ganz deutschlandweit der Fall. Daher noch mal ganz kurz erklärt, was ist da eigentlich passiert und was ist das eigentlich? Die Encrophones ist so eine Art verschlüsselter Kommunikationsweg. So kann man es ganz laienhaft ausdrücken. Es galt halt sehr, sehr lange als überwachungssicher. Das heißt also, es war nicht so einfach, dort irgendwie Mitschnitte zu erreichen. Es war nicht einfach möglich, auf den Server davon zuzugreifen oder ähnliches. Es galt, wie gesagt, auf den Kommunikationsweg, Telefon zu Telefon, komplett sicher, auch wenn Enco einen Server gehabt hat. So galt auch hier dieser Weg dann quasi als sicher, bis dann Anfang des Jahres, war im Frühjahr, März, April, dann bekannt wurde, dass die Encrophones gehackt wurden vom französischen Geheimdienst, von der französischen Polizei. Das ist genau eine der wesentlichen Fragen, um die sich gerade diese Thematik dreht. Ich hatte es im ersten Video schon gesagt, also hier unsere Kanzlei, wir verteidigen das deutschlandweit eigentlich fast in allen Verfahren und stellen uns dann natürlich die Frage der Verwertbarkeit. Das hatte ich bereits erklärt und zwar nach unserem Dafürhalten stand jetzt und an dem Stand hat sich nichts geändert, war es so, dass völlig anlasslos diese Überwachung, dieser Hackerangriff durch die Strafverfolgungsbehörden passiert ist und so es dazu gekommen ist, dass die Encrochats ausgewertet werden konnten. Das hat nicht die deutsche Polizei gemacht, das hat die Polizei in Frankreich durchgeführt und dann natürlich über das Rechtshilfeersuchen den deutschen Behörden die Information zur Verfügung gestellt. Ich möchte dazu noch mal ein, zwei Beispiele bringen, warum ich das eigentlich so krass finde. Wir haben in der Strafprozessordnung, ich sag's mal ein etwas weit hergeholteres Beispiel, haben wir zum Beispiel Paragraph 136a der Strafprozessordnung. Und das ist ein Paragraph, mit dem möchte ich mich mit euch zusammen auch mal kurz auseinandersetzen. Und zwar steht da Folgendes drin. Verbotene Vernehmungsmethoden, Beweisverwertungsverbote. Die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewendet werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten. Das heißt also, wir haben in der deutschen Prozessordnung haben wir einen Paragraphen, der regelt, dass keine Folter durchgeführt werden darf. Wenn jetzt in einem anderen Land etwas durch Folter erlangt wird, ein Wissen, eine Information oder ähnliches, das Stichwort Guantanamo, dann muss man sich die Frage stellen, ist das hier in unserem Land verwertbar? Dürfen wir sagen, hier darfst du nicht foltern, aber wenn im Ausland gefoltert wird, die Information, die nehmen wir gerne trotzdem. Ist inkonsequent und auch das ist im Gesetz geregelt und auch das möchten wir uns einmal kurz anschauen, weil das tatsächlich eine nicht alltägliche Vorschrift ist. Die Vereinten Nationen haben sich dazu eine gesetzliche Regelung ausgedacht und die kodifiziert, nämlich die UN-Anti-Folter-Konvention und in Artikel 15 dazu steht drin, jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass Aussagen, die nachweislich durch Folter herbeigeführt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren verwendet werden. Es sei denn, gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht wurde. Das kann man einfach nur damit erklären, dass tatsächlich die Vereinten Nationen eine Regelung getroffen haben. Abgekürzt wird das mit großes C, großes A, großes T, CAT. Kommt aus dem Französischen, möchte ich gar nicht zitieren, so gut kann ich kein Französisch. Allerdings gibt es da die Regelung, auch der Vertragsstaat der Vereinten Nationen, und ich glaube, ihr wisst, wie viele Länder zu den Vereinten Nationen gehören, darf eine Information auch dann nicht verwenden, wenn sie von woanders durch Folter erlangt wurden. Ist das auch nur konsequent?
konsequent. Denn so wie Deutschland § 136a der Strafprozessordnung hat, haben natürlich auch andere Länder die verbotenen Vernehmungsmethoden kodifiziert. Und vor dem Hintergrund muss das genau auch so sein. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Was man sich jetzt allerdings in dem Zusammenhang auch fragen muss, ist Folgendes. Wir haben zwar hier keine Folter, aber wir haben hier nach Ansicht der Strafverteidiger, die sich damit beschäftigen, und wir sind da ein sehr, sehr starker Zusammenschluss von sehr, sehr guten und auch theoretisch und praktisch sehr erfahrenen Verteidigern. Und man muss sich fragen, ist das denn hier verwertbar, was in Frankreich möglicherweise so ausgewertet oder so erlangt worden ist, wie es in Deutschland nicht hätte passieren dürfen? Man kann es natürlich nicht zu 100% sagen. Allerdings möchte ich da mal kurz eine Bridge bilden zu den sogenannten Steuer-CDs. Auch das haben viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Da war es tatsächlich so, dass Bankmitarbeiter aus Liechtenstein den deutschen Behörden CDs mit Kontodaten, Kontoständen und alles, also den deutschen Steuerbehörden, CDs damit zur Verfügung gestellt haben, zum Verkauf angeboten haben. Das Ganze entwickelte dann im Rahmen einer Eigendynamik, würde ich mal sagen, so hat es so eine Art Geschäftsmodell angenommen, sodass auch externe Hacker das gemacht haben und dann den deutschen Steuerbehörden auch verkauft haben. Und das Ganze ist einfach so krass, ne? Und das Ganze war natürlich völlig illegal. Ja, also die Bankmitarbeiter haben ihren Arbeitgeber bestohlen und haben dann hierzulande den Behörden Steuer-CDs verkauft. Und was meint ihr, was die deutschen Behörden damit gemacht haben? Natürlich nicht gesagt, das können wir nicht verwerten, das war ein Diebstahl. Nein, man hat natürlich diese Information dankend angekauft. Daraus hat sich dann dieses Geschäftsmodell entwickelt. Und da war natürlich auch gerade hier für die Strafverteidiger in Deutschland natürlich ein Riesenskandal, dass man sich gedacht hat, das geht nicht. Wir haben einen Diebstahl. Und wir tragen quasi die Früchte dieses vergifteten Baumes hier und werten die aus gegen möglicherweise Steuersünder oder nicht. Das Ganze ging hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Umstand, diese Vorgehensweise gehalten. Hat gesagt, nee, das ist okay, das ist verwertbar. Weil hierzulande natürlich gesagt wurde von den Strafverteidigern und von den Steuerstrafverteidigern und auch von den Steuerrechtlern, das darf nicht verwertet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat das gehalten und relativ zeitnah, tatsächlich auch das ist kein Witz, nach der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht hat auch der Gesetzgeber reagiert. Und der Gesetzgeber hat dann mit der quasi Neueinführung des Paragraphen 202d StGB reagiert und hat quasi in eine Strafvorschrift direkt die Rechtfertigungsregelung dafür kodifiziert. Ja, das bedeutet, der Straftatbestand, wir lesen es gleich durch, der Straftatbestand ist erfüllt, aber bestraft wirst du nicht, wenn. Schauen wir uns einmal kurz an, § 202d umfasst die Datenhehlerei. Wir gehen direkt einmal in Absatz 3. Absatz 1 betrifft quasi die Strafbarkeit und Absatz 3 sagt Folgendes. Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger, dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen. Dazu gehören insbesondere, jetzt aufpassen Nummer 1, solche Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauftragten, mit denen Daten ausschließlich der Verwertung in einem Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zugeführt werden sollen, sowie solche beruflichen Handlungen der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Personen, mit denen Daten entgegengenommen, ausgewertet oder veröffentlicht werden. Das heißt also, du kannst eine Datenhehlerei begehen, wenn du allerdings damit irgendwie das Steuerstrafverfahren oder ein mögliches Steuerstrafverfahren förderst, ist es nicht strafbar. Und das Ganze kam, nachdem deutsche Behörden über Diebstahlshandlungen angekaufte CDs die Verfahren eingeleitet haben. Das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, wie ergebnisorientiert manchmal die Justiz arbeitet. Für uns Strafverteidiger ist das einfach heftig. Ich hoffe, das kommt auch genauso rüber, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Das Risiko besteht natürlich auch hier. Und das ist immer noch die Frage, die es zur Diskussion stellt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die ganze Geschichte nicht verwertbar sein kann und wird und arbeiten dann natürlich händeringend dran. Auch wenn natürlich in der letzten Zeit vermehrt diese ganzen Verfahren eingeleitet werden, es zu vielen Festnahmen kommt, ist dennoch zu beachten, dass da das letzte Wort natürlich noch nicht gesprochen ist. Die Polizeibehörden hierzulande sind natürlich derzeit drauf und dran, diese ganzen Ermittlungsergebnisse, die man von der Polizei aus Frankreich oder beziehungsweise eigentlich streng genommen vom französischen Geheimdienst, der wahrscheinlich sogar, bekommen hat, hier auszuwerten und dann den jeweiligen Nutzer der reellen Person zuzuordnen. Jetzt stellt sich für mich als Strafverteidiger, wir haben das letzte Mal hier in der Runde auch sehr ausführlich diskutiert, eigentlich mal die folgende Frage. Und zwar, jeder Encro-Nutzer, wenn man ehrlich ist, wusste, dass Encro-Chats gehackt wurden. Es kam sogar eine Rund-SMS, dass man das Smartphone löschen bzw. physisch auch zerstören soll. Und jeder wusste das. Und jeder hat es mitbekommen. Jeder hat die Festnahmen und die ganzen Ermittlungsarbeiten in Großbritannien, in Frankreich oder auch in Holland mitbekommen. Wenn man jetzt unterstellt den Fall, jemanden auswertet als ein potenzieller Nutzer eines Encro-Phones, der jedoch bereits vor Monaten wusste, dass er gehackt wurde und eigentlich nur darauf gewartet hat,
festgenommen zu werden. Allerdings noch zu Hause, meinetwegen zu Hause, Bude wurde vom SDK geschützt oder von wem auch immer und dann festgenommen wird. Kann man dieser Person eigentlich noch eine Fluchtgefahr vorwerfen? Denn eine Fluchtgefahr liegt dann vor, das wisst ihr aus meinen anderen Videos natürlich auch, immer dann, wenn bestimmte Umstände dafür sprechen, dass sich jemand im Strafverfahren entziehen wird. Dafür braucht man aber zumindest nach Rechtsprechung der Oberlandesgerichte nicht irgendwie vage Hypothesen, sondern man braucht Tatsachen, Anknüpfungspunkte, die voll erwiesen sind. Und jetzt hat man auf der anderen Seite möglicherweise eine hohe Straferwartung, aber auf der anderen Seite auch einen richtig krassen Anknüpfungspunkt, nämlich du wusstest, dass dein Chat gehackt wurde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man zugreift und du bist dennoch hier. Auch da, finde ich, muss man mal genau hinschauen, sich mal überlegen, kann man da ernsthaft noch von Fluchtgefahr sprechen? Natürlich kann man dann damit ankommen, hohe Straferwartung und das alles. Ja, man hat hohe Strafen von 6, 7, 8 Jahren oder wie viel auch immer. Und deswegen entzieht sich jemand möglicherweise ein Strafverfahren, flüchtet, weil er nicht in den Knast möchte. Aber auch selbst das zieht nicht, denn auch das wusste jemand, der bereits im April oder so wusste, dass er festgenommen wird. Auch der wusste natürlich, was er gemacht hat. Und wenn er dennoch hier festgenommen wird, kann man nach meinem Dafürhalten nicht mehr davon ausgehen, dass er flüchten wird. Somit besteht zumindest nach meiner festen Überzeugung eigentlich in den Fällen keine Fluchtgefahr mehr. Aber wie gesagt, ist einzelfallabhängig, muss man im konkreten Fall prüfen. Es bleibt in diesem Bezug allerdings spannend. Die Verteidigungsansätze sind vielfältig, die sind immer sehr einzelfallabhängig, deswegen kann ich natürlich nicht auf jedes Detail in den Videos eingehen. Für mich war nur noch mal wichtig, dass ich vor allen Dingen auch was für uns Strafverteidiger einfach so krass ist, das so mal rüberbringen und euch noch mal erkläre und gerne unbedingt auch zur Diskussion anrege. Also schreibt hier gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, diesen Umstand. So konnten wir euch auch noch mal wunderschön über die verbotenen Vernehmungsmethoden und ähnliches aufklären und konnten noch mal diese Vorschrift Artikel 15 der UN Anti-Folter-Konvention mit reinbringen, der auch nicht alltäglich ist. Also ich hoffe, euch hat dieses kurze Update zu dieser Thematik gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir bei Instagram, ruft in der Kanzlei eine E-Mail oder wie auch immer. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, habe ich gerade schon gesagt. Abonniert den Kanal, kann ich auch nochmal sagen. Schönen Abend noch und bis demnächst.